In Syrien, ich will nicht gehen zum Militär, weil Militär machen das Krieg. Militär kommt zu meiner Stadt und dann kommt eine Kugel in meine Brust hier. Das Kugel bleibt mir 2,5 Jahre in meiner Brust. Ich mache nicht Operation, weil meine Operation in Lebanon kostet ab 7.000 Dollar. Und ich hole jeden Tag 5 oder 6 Tabletten Ibuprofen 600, weil viele Schmerzen. Und in Deutschland, ich gehe zum Arzt, ich mache das Operation und jetzt alles in Ordnung, ich habe keine Krankheit. Für das, ich danke Deutschland für helfen das. Ich danke für alle Leute, helfen mir für. Ja, wir sind hier in Dortmund, in der Dortmunder Nordstadt, direkt am Borsigplatz. Und wir befinden uns hier gerade im Kinder- und Familienzentrum Stern im Norden. Hier im Stern im Norden gibt es ganz viele verschiedene Angebote für Kinder und Familien, für Jugendliche, für Teenager, die meistens auch hier direkt in der Nachbarschaft wohnen und die hier unter der Woche, auch manchmal am Wochenende, zu ganz verschiedenen Programmen herkommen. Wir verstehen uns als eine Plattform in der Nachbarschaft, wo wir auch mit ganz vielen anderen Institutionen zusammenarbeiten hier und einfach schauen, welche Nöte und Bedürfnisse bei den Menschen hier da sind und wie wir denen am besten auf einer alltäglichen Basis begegnen können. Ja, wir haben hier eben eine ganz breit gefächerte Klientel, also wir haben sowohl Kinder, die hier aufgewachsen sind, deren Familien hier schon länger leben, aber zum ganz großen Teil eben Zugewanderte aus allen möglichen verschiedenen Ländern. Also wir haben eine ganz große Gruppe aus Spanien gerade da, das ist auch immer sehr interessant. Marokko, unsere größte Gruppe sind Rumänen, die aber auch nicht alle aus Rumänien kommen, sondern teilweise aus Frankreich, teilweise aus England, teilweise auch aus Spanien, Italien. Es ist immer eine ganz bunte Mischung. Dann haben wir natürlich auch Kinder und Familien, die geflüchtet sind aus verschiedenen Ländern da, die wieder ganz andere Hintergründe hinter sich gelassen haben und mit anderen Problemen zu tun haben. Also das heißt, jeder Tag bei uns ist eine neue Herausforderung und ein neues Abenteuer. Mein Name ist Ahmed Yassim. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Syrien, Stadt Damaskus. Ich bin verheiratet. Ich habe 4 Kinder, 2 Mädchen und 2 Junge. Meine große Junge 8 Jahre und 7 Jahre und 3 Jahre und 1 Jahr und halb. Ich hatte schon gelernt, arabische Koch und arabische Salat und chinesische Koch. Wann kommt dieser Krieg? Dieser Militär sagt, muss ich gehe zum Militär. Ich will das nicht, weil ich muss nicht mache Probleme mit allen. Ich gehe vor Militär nicht, das vor meiner Familie. Danach ich fahre nach Lebanon, Beirut. Ich bleibe in Beirut 6 Monate, wann ich hatte gute Arbeit und ein bisschen Geld kommt meiner Frau und meiner Kinder. Früher ich habe viel Geld in Syrien, in meiner Heimat. Ich habe eine große Wohnung, ich habe einen großen Garten. Aber wann kommt der Krieg, das alles weg. Danach ich fahre in Beirut zum Nigeria mit meiner Familie, Nigeria zum Tunesien. Danach Tunesien fahren zum Libyen. Ich bezahle alle meine Geld, alle Geld von meiner Tasche. Ich bezahle für jemand, muss geben ein Boot zum Meer mit 450 Leuten. Am 2 Uhr Abend wir gehen zum Meer. Ich und meine Frau und meine Kinder und diese Leute, viele Kinder, vielleicht 60 oder 50 Kinder, klein, bis 5 Jahre. Er fährt einen Tag.
Danach das Boot kaputt, weil viele Leute und keine Wasser, keine Essen, nur im Meer. Danach kommt eine große Boot, das von Italien, Italiano oder Roma. Große, das holt alle Menschen, weil viele, 450. Danach wir fahren nach Italien, Italiano in Roma. Wenn man den Stern im Norden verstehen will, dann muss man die Geschichte hineinhorchen. Es ist so, dass vor 10 Jahren verschiedene Christen aus unterschiedlichsten Kirchengemeinden aus Dortmund zu dem Schluss gekommen sind, hier muss etwas geschehen im Dortmunder Norden, in der Nähe des Borsigplatzes. Denn es gab einen Kindertreff, ganz improvisiert in einem kleinen Kiosk. Und dieses Angebot, biblische Geschichten anzubieten, zu hören, Platz anzubieten, das wurde so gut angenommen, dass nach kurzer Zeit dieser Kiosk, kann man sich ja vorstellen, Verkaufsraum und kleiner Lagerraum mit 50 Kindern total überfordert war. Und dann, so hat man mir erzählt, ging man betend, ich muss da immer heulen, weil das so toll ist, man ging betend durch den Stadtteil und horchte, setzte sich auf die verschiedenen Mauern, betete für die Menschen und horchte, was passiert. Und eines Tages saßen zwei Leute auf der Mauer gegenüber unseres Hauses. Auf der einen Seite war eine Etage frei, auf der anderen Seite dieses Haus. Da sagte der eine, oh, schau mal, eine Etage ist frei. Ist das nicht ein Platz für uns? Ja, jetzt ist der Stern im Norden Mieter, Hauptmieter, schon seit 8 Jahren hier in der ehemaligen Werkskantine der Westfalenhütte. Ein großes Gebäude mit 5000 Quadratmetern, mit einem großen Saal für 500 Leute und vielen, vielen Möglichkeiten und auch einem Außengelände von einigen tausend Quadratmetern. Dieses Gelände wurde umgestaltet mit ganz viel Engagement, mit vielen Gemeinden, die sich beteiligt haben. Und peu à peu wuchs das Interesse aus einem einzigen Tag in der Woche, dass Kinder sagten, Mensch, da müssen wir hin, ist jetzt ein Vollzeitprogramm geworden. Von Montag bis Freitags kommen Kinder um 2 Uhr, um ein Kinderprogramm zu haben. Sie fangen an mit einem kostenlosen Mittagessen, weil das nicht selbstverständlich ist, weil zu Hause vielleicht keiner isst. Und sie haben dann Zeit für Hausaufgabenbetreuung und auch Spiel. Abends gibt es die Möglichkeit für Teenager, das sind vielleicht 30, 40 Teenager, vielleicht zur Größenordnung, es kommen 30, 40, 50 bis 100 Kinder zum Mittagessen. Parallel dazu gibt es noch ein Familiencafé. Das sind die Kinder, die nicht in der Schule sind, also von 0 bis 5 ungefähr. Die kommen und haben sozusagen einen Ganzjahresspielplatz. Im Winter ist es ein Winterspielplatz in einem großen Saal mit Hüpfburg und so weiter. Und im Sommer gibt es das Außengelände. Parallel dazu hat sich eben durch die Flüchtlingswelle noch etwas Besonderes ereignet, dass wir, als wir hörten, in welcher improvisierten Enge die Flüchtlinge in den Lagern lebten, wir dazu gekommen sind, wir müssen einen Raum öffnen, wo internationale Begegnung möglich ist. So entstand der internationale Gesprächsabend und der wurde sehr, sehr gut angenommen, weil die Leute so dankbar waren, endlich raus aus dieser Enge, aus diesem, ja teilweise in einer Enge ohne Privatsphäre und ein gedeckter Tisch. Und das Tolle an dem Ganzen war, dass sich sofort Leute aus den Ländern auch beteiligten und mitkochten. Es gab warmes Essen für alle. Alle heißt 100, 200 oder 400 Leute. Roma bis München, das ist sehr gut. 1,5 Tage mit kleiner S-Bahn, das ist nicht so schnell. Aber was ich mache? Ich suche Polizei oder ich suche Asylheim, aber ich habe Angst mit Polizei, weil ich komme aus Syrien. Ich denke, Polizei alle gleich und Militärie alle gleich. Ich habe viel Angst. Danach, ich bleibe in Hauptbahnhof München 6 Stunden. Danach, ich hatte gelesen, dass ein Zug geht zum Dortmund. Okay,
Ich muss gehen zum Dortmund. Aber was Dortmund, ich weiß nicht. Der Stern im Norden hat ja sein Quartier in dieser ehemaligen Werkskantine. Und da ist es ganz besonders zu wissen, wir sind im Borsigplatzviertel, dort, wo der BVB gegründet wurde. Wenn man die soziale Struktur dieses Stadtteils sieht, dann ist ganz klar, dass dieses schon seit vielleicht 100 Jahren der Ankommensort von Dortmund war. Alle Menschen, die Gastarbeiter waren, erstmal nach Dortmund Nord. Heute sieht das wie folgt aus. In der Nordstadt von Dortmund leben ca. 60.000 Personen. Davon sind 70% mit Migrationshintergrund. Circa, also an die 150 verschiedene Nationen sind vertreten. Eine riesig hohe Arbeitslosenquote und das ganz Besondere, und das hängt natürlich mit unserem Herzensanliegen auch zusammen, es ist der jüngste Stadtteil Dortmunds. Mit über 25% der Bevölkerung sind unter 15 Jahre. Ich komme nach Dortmund sofort. Ich fahre zur Schule. Ich bin ein Jahr gelernt. Integrationskurs bis B1. Ich bestanden. Vor Integrationskurs und vor Deutsch lernen ein bisschen schwer, weil viele Worte, wenn ich muss lesen, das sehr schwer und nicht so kurz, sehr lange, ein Wort sehr lange und aber kommt. Danach ich muss suchen von einer guten Arbeit. Ich finde eine gute Arbeit beim Asylheim. Ich hatte ein Jahr gearbeitet, danach das Asylheim geschlossen. Ich muss suchen eine gute Arbeit. Ich hatte ein Praktikum, einen Tag im Monat beim Stern Norden gekocht. Hilfeflüchtlinge, gerne Hilfeflüchtlinge, weil viele Leute, wenn ich komme, neue Flüchtlinge, viele Leute Deutsch helfen mir. Und ich muss helfen, weil viele Deutsche helfen mir. Ich muss helfen, Deutsche von mit Flüchtlingen. Ich treffe mit einer sehr netten Frau. Sie sagt, was sind Sie beruflich? Ich sage, ich bin Koch. Sie sagt, wunderbar. Wir haben einen Tag, das heißt internationaler Abend. Ich sage, ja, gerne, ich helfe das vor dem Kochen. Erstes Mal, ich koche Arabisch vor 250 Leute. Und jeden Monat, ich koche einen Tag auch vor 200 Leute. Und jetzt, 3 Jahre, ich bin in Stern Norden, helfen Stern Norden. Und Stern Norden helfen mir auch. Und wenn jemand kommt, ich spreche Arabisch, nicht spreche Deutsch. Ich kann klären und übersetzen Arabisch und Deutsch. Jetzt viele Menschen kommen nach Stern Norden bei einem internationalen Abend. Irak, Syrien, Iran, Afghanistan, Deutsche, Russland, viel. Himmlischer Vater, hab Dank für diesen Abend und alle Gäste. Und segne uns diesen Abend und diese Gemeinschaft, die wir miteinander haben dürfen. وبشكل أخص وعلى الأخص هذه الأمسية التي أهدانا إياها مع بعضنا البعض. فشو وجه بيكون مع زيكي مشاكو متوين بوهام بشي. آمين. آمين. Ja, der Stern im Norden hier ist eine christliche Einrichtung. Jeder glaubt ein bisschen anders, jeder lebt das ein bisschen anders. Aber das empfinden wir auf jeden Fall auch als eine Bereicherung hier. Und haben auch richtig, richtig gute Begegnungen mit den Kindern teilweise, aber eben auch den Eltern. Wir haben halt schon um die 50%, sage ich mal, Muslime, die hier sind, bei den Eltern mehr. Und da ist das schon sehr interessant manchmal. Aber unerwartet positiv. Also na, man darf nicht denken, oh, das ist immer ganz schwierig. Ich habe in den 2 Jahren, wo ich hier bin, noch nicht eine negative Konfrontation gehabt mit einem Elternteil über Glauben. Das ist eigentlich immer ein Fragen, ein sich interessieren. Wie ist das eigentlich bei euch? Bei uns ist das so. Warum macht ihr das denn so? Ach, das ist ja bei euch viel besser. Oder ach, das ist aber bei uns ganz anders. Aber immer ein respektvolles Austauschen. Und am Anfang war ich immer noch sehr vorsichtig, weil wo ich vorher gearbeitet habe, war das nicht so einfach, es war eine andere Kultur.
Hier sind die Leute sehr viel offener, habe ich dann festgestellt. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Mutter, wo ich dann auch so vorsichtig, weil sie fragte so, ja, wie ist das denn bei euch mit auch dem, ihr seid ja alles Christen und so. Und dann war ich erst ganz vorsichtig und sie meinte so, nein, nein, ich finde das total gut. Und die Mutter war Muslime, also die ganze Familie war Muslime. Sie, nein, ich schicke meine Kinder gerne zu euch, ich weiß, dass ihr Christen seid, aber mir ist das lieber, meine Kinder sind bei euch und ihr vermittelt denen gute christliche Werte, als dass sie irgendwo rumlaufen. Und sie hatte vielleicht ein bisschen negatives Bild von Deutschland, aber sie hat gesagt, die Worte waren so, wo jeder macht, was er will. Also das kommt so rüber, ich habe das Gefühl, dass es bei den Leuten, die hier hinkommen, schon rüberkommt, okay, ja, wir sind Christen, wir haben Werte, aber die sind gut und die sind nicht irgendwie abgedreht oder nur für Christen da oder nur für so eine kleine Gruppe ausgewählte Menschen da, sondern das sind gute Werte für alle, die lohnen sich rüberzubringen und die freuen sich, wenn ihre Kinder die auch mitnehmen. In Sternenorden alle Mitarbeiter, nicht alle, aber viel Mitarbeiter, Christian. Und wie vor 2 oder 3 Monaten, ich hatte gesagt, ich möchte ein Bibel gelesen. Jemand sagt, Chef sagt gerne, er gibt Geschenke ein Bibel, weil darf ich lesen Bibel. Ich bin Muslim, aber darf ich lesen Bibel und darf ich gehen zum Kirche. Ich lese das Bibel und ich verstehe das alles und sehr, sehr, sehr gut, nette Leute und sehr gute Erklärung in das Bibel, das ist sehr, sehr gut. Die erste Grundidee beim Stern im Norden war die, dass man das große Gebäude, die alte Werkskantine, umbaut zu einem Zentrum, Kinder, Jugend, Familie, und dieses Zentrum als eine Plattform versteht. Auf eine Plattform anbietet, wo sich unterschiedlichste christliche und diakonische Vereine präsentieren können, ihr Angebot darbringen können. Vor diesem Hintergrund ist das zu verstehen, dass wir jetzt doch eine ganze Reihe von Kooperationspartnern noch im Hause haben. Im großen Saal ist immer die Offensive, die totale Offensive, ein christlicher BVB-Fanclub. Der hat das tolle Angebot, dass jedes Spiel des BVB über eine Großleinwand übertragen werden kann. Es kommen manchmal 50, es kommen auch mal 300 Leute. Dann gibt es eine kleine Kinderpflegeeinrichtung für 9 Kinder von 0 bis 3 Jahren. Dann werden Hilfsgüter für Moldawien zusammengestellt. Das sind riesige Mengen, die zusammenkommen. Dann gibt es Sprachkurse. Wir haben einen Malteser Sprachkurs hier, der anerkannt ist, für die Flüchtlinge sehr wichtig. Ja, wir sind also in einem sehr lebendigen, vielfältigen kulturellen Gebiet. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass wir bewusst nicht gesagt haben, Stern im Norden, ein christliches Zentrum für Kinder, Jugend und Familie. Sodass wir einfach das Zentrum sind für Kinder, Jugend und Familie, ohne Wenn und Aber. Jeder ist herzlich willkommen. Aber die Mitarbeiter vom Stern im Norden und von King's Kids, das ist unser Hauptkooperationspartner für die Arbeit mit Kindern, wir treffen uns als geistliche Gemeinschaft jede Woche. Immer zu einer wöchentlichen Andacht, aber die wöchentliche Andacht, aber auch das tägliche Gebet spielen eine ganz große Rolle. Dass wir einfach uns jeden Tag neu orientieren, was ist dran, wir horchen gemeinsam, wir gehen auch, wenn es sein muss, wenn es einem danach ist, durch den Stadtteil und beten und wir sind täglich zusammen, ja, als Geschwister, indem wir diesem Stadtteil dienen mit den Gaben, die uns gegeben sind. Und jetzt Syrien ist nicht wie früher. Okay, ich habe meine Mutter und meinen Vater und 2 Schwestern in Syrien. Ich habe Kontakt nur von Handy, WhatsApp oder Facebook oder. Meine zweite Heimat, Deutschland, weil hier leben sehr gut in Deutschland, für meine Kinder, für Schule meiner Kinder, für gute Lernen, gute Leben auch und alles. Ja, Wort und Tat, die Stiftung der Deichmann-Familie spielt bei uns eine ganz große Rolle.
Denn bereits bei der Gründung des Vereins wurde uns von Wort und Tat zugesichert, dass dieser Verein ein ganz offensichtliches Ja, ein verlässliches Ja, was die betriebswirtschaftliche Seite angeht, von diesem Verein bekommt. Und zwar, wir standen ja ganz am Anfang und es musste ein Haus renoviert werden. Aber dann wusste keiner, wie es weitergeht. Und da sind wir dem Wort und Tat Verein von ganz Herzen dankbar. Denn er gibt uns die große Freiheit, Personen einzustellen. Es sind jetzt ungefähr mit Hauptamtlichen, also vollzeitlich und teilzeitlich 20 Personen, die diesem Programm gerecht werden können. Wir können leicht für ein Projekt, für einen Gegenstand werben und sagen, wir brauchen ein neues Spielgerät und da finden wir schnell einen Sponsor. Aber jemanden zu finden, der sagt, ich bin bereit, Personalkosten zu übernehmen und die dauerhaften Nebenkosten, die alle so, ja, vielleicht störend sind, aber die ganz natürlich dazugehören, das ist nicht einfach. Und das ist deshalb sicherlich eine ganz besondere Situation. Wir sind das Deutschlandprojekt von Wort und Tat. Und Wort und Tat hat uns verlässlich und viele Jahre hindurch, wie gesagt, wir sind schon 8 Jahre hier am Ort, immer wieder jedes Jahr bei den Budgetbesprechungen gesagt, wir stehen zu euch, wir horchen, was habt ihr vor, was braucht ihr? Und das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Partnerschaft, die ja, uns von Gott geschenkt worden ist. In 10 Jahren, ich hoffe, ich und meine Familie alle gesund und ich habe ein großes Restaurant, nicht arabisches Restaurant, ein internationales Restaurant, weil ich muss lernen für alle, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Arabisch, alles mit einem Restaurant und ich habe gute Arbeit nach 10 Jahren.